Die 15. Auflage der Silvretta Classic Rally Montafon ging traditionell Anfang Juli über die Bühne. Bei diesem Jubiläum gingen rund 160 Old- und Youngtimer, aber auch 30 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an den Start. Mit der ersten Silvretta E-Bike Trophy Montafon Paznaun setzte der Mountainbike Club Montafon und Montafon Tourismus neue Akzente in einer Sportart, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Gestartet wurde um 10 Uhr vor dem Wallüler Saal in Patenern und mit dabei unter anderem der Gaschurner Bürgermeister Martin Netzer und der Geschäftsführer von Montafon Tourismus Dieter Dubkovic, die über die Silvretta Hochalpenstraße auf die Bieler Höhe radelten. Um 12 Uhr startete dann die Rallye zur ersten Etappe von Patenern über die Bieler Höhe, Galtür, Ischgl und zurück zur Bieler Höhe, weiter nach Gortepol zum Tagesziel nach Schons mit abschließender Wertungsprüfung, wo zahlreiche Besucher die Boliden bewundern konnten. Die Erwartungen der einzelnen Teilnehmer waren sehr unterschiedlich. Von Fahren auf Sieg bis hin zu echten Genießern. Wieso? Wir fahren natürlich auf Sieg, wie sich das gehört. Klar. Beste Voraussetzungen dafür bei diesem Wetter in Montafon. Beste Voraussetzung, besser als gestern Abend, ne? Genau. Gestern Abend hätte man wahrscheinlich nautischen Fähigkeiten haben müssen. Bei diesem fantastischen Wetter, was gibt es Schöneres, als durch unser schönes Ländli zu treiben? Ja, wir sind ja Privatfahrer, gehören also nicht zu irgendwelchen Konzernen. Unser Ziel ist es, unter die Top 10 zu kommen. Also mit dem Sound, glaube ich, Top 3. Die Vollgaspilotin und ehemalige Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderried war auf einem Elektrofahrzeug unterwegs und trotzdem wollte sie natürlich auch vorne dabei sein. Ja, es ist natürlich ein anderes Fahren, gleichmäßig fahren, aber irgendwie, wenn man einen Wettbewerb macht, dann will man auch da vorne sein. Aber mit was macht es mehr Spaß? Mit dem Rallye-Auto, wo ein bisschen mehr dröhnt, als wir jetzt mit dem E-Auto? Ja klar, der Fahrspaß, wenn es dröhnt und macht und man muss schalten und vorwärts geht, ist natürlich die Klassik schon was anderes. Beim E-Auto fährt man Automatik, ruhig. Also wenn es brummt, ist schon schöner. Nach 3 Tagen auf den Traumstraßen des Montafons und Vorarlbergs ging die Rallye mit dem großen Preis von Vandans bei traumhaftem Wetter zu Ende. Kurzes Resümee, wie war es für euch hier zu fahren in dieser wunderbaren Bergkulisse? Ja, Sie haben es schon gesagt, wunderbare Bergkulisse, großartig war das. Ganz toll, gell? Auch als Beifahrer. Hat man vor allem mehr Zeit zum Gucken. Kommt man ein bisschen zum Streiten natürlich auch, wenn es hier um die Wertungen geht, es geht um jede Sekunde? Aber natürlich. Weil ich meine, jeder hat seinen Job, der Beifahrer hat dafür zu sorgen, dass man richtig fährt und der Fahrer hat dafür zu sorgen, dass wir pünktlich ankommen. Und da gibt es schon manchmal... Traurig, dass hinten drin keine Bunnies Platz haben, oder? Sind da gar keine. Wir haben die verloren. Scheiße, die haben wir unterwegs verloren, so ein Mist. Du bist zu schnell gefahren, wie gleich gesagt. Wie gefällt es dir, in den Montafoner Bergen zu fahren? Ja, das Schönste, das nahe meiner Heimat Tirol ist. Hier ist auch super schön. Vorarlberg, da fahren wir gern. Montafon, Silvretta Hochalpenstraße, da gehört das Auto hin, da gehört die Rallye hin. Könnt kaum einen besseren Platz geben. Die Gleichmäßigkeit ist ein Hund. Es ist wirklich auf ein Hundertstel genau diese Wertungsprüfungen zu schaffen. Das ist eine große Herausforderung. Und da sind Profis dabei, die das wirklich beherrschen und da Hut ab. Also großartig, was die machen. Macht Spaß auch mit einem E-Auto zu fahren? Absolut macht Spaß, weil den Lärm brauche ich ja nicht. Und wie gesagt, vom Handling, von den Vorleistungen vom Motor, von der Beschleunigung, vom Bremsen, spielt alle Stücke. Also ist ein sehr, sehr, sehr tolles Auto. Die 15. Silvretta Classic Rally Montafon war wieder einmal eine großartige Veranstaltung und eine tolle Werbung für das Montafon. Eine Riesenanzahl von internationalen TV-Anstalten, Rundfunkstationen, Print, Medienhäusern sind hier vertreten. Das heißt, die Silvretta Classic Rally Montafon wird alle Jahre wieder rund um die Welt gehen.